Moin Leute, Muizi hier. Heute gibt es mal wieder eine Folge in der Serie, in der ich mir alle Erbstücke in Apex Legends anschaue und sie anschließend auch noch bewerte. Heute, wie ihr schon sehen könnt, das Revenant-Erbstück, das ist auf jeden Fall schon eins meiner Favoriten, also so viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, denn es ist einfach ein extrem geiles Erbstück und alle die das Erbstück noch nicht kennen, ihr werdet auf jeden Fall gleich sehen, dass das Erbstück echt nice ist. Wie dem auch sei, würde ich sagen, dass wir jetzt auch direkt schon in den Schießstand reingehen. So, und da sind wir auch schon und ich würde sagen, dass wir das heute mal mit etwas mehr System angehen, denn im letzten Video ist mir aufgefallen, dass wir das alles so ein bisschen durchgemischt gemacht haben, also wir haben uns erst irgendwie das Erbstück beim Sprinten und so angeschaut, danach die Animation an sich und dann erst die Pullout-Animation, aber ich finde, wir sollten anfangen mit den Pullout-Animationen, danach zu den Sprint-Animationen gehen und danach dann zu den ganzen langen Animationen gehen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt einmal direkt mit den Pullout-Animationen an und ich denke mir, bei Revenant wird da auf jeden Fall etwas sehr Geiles dabei sein und da schauen wir einfach mal, was wir da jetzt so bekommen. Okay, das erste war schon mal nicht so interessant. Das war auch okay. Es gibt halt immer ein paar Pullout-Animationen, die sind nicht so nice. Die jetzt hier war zum Beispiel, finde ich, ein bisschen geiler. Okay. Ja, manche sind halt relativ lame. Aber es gibt auf jeden Fall einige, wie man schon feststellen können. Ein paar sind halt, wie gesagt, nicht so interessant, aber ein paar andere sind echt geil. Ja, die ist auf jeden Fall auch echt nice. Also an Pullout-Animation fehlt es dem Revenant-Erbstück auf jeden Fall auch schon mal nicht. Also ich weiß nicht, wir haben jetzt bestimmt schon 5, 6, hier sind noch eine neue, 5, 6, 7 Pullout-Animationen. Also das ist ja echt eine ganze Menge dabei, das ist echt krass. Aber man muss auch sagen, die Erbstücke, die schon Recolor haben, sind hier auch ein bisschen bevorteiligt. Denn sie haben halt noch viel mehr Animationen als die Erbstücke, die noch keinen Recolor haben. Denn wir wissen ja, dass wenn Recolor für ein Erbstück rauskommen, die normalen, also die Standard-Erbstücke, auch neue Animationen bekommen. Und somit sind halt alle Erbstücke, die schon Recolor haben, schon bevorzugt, zumindest was die Animationen angeht. Vom Aussehen her jetzt nicht unbedingt, aber halt bei den Animationen auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, das war soweit schon bei Revenant's Pullout-Animation. Es kann natürlich auf jeden Fall sein, dass es noch viel seltenere Animationen gibt, also so ganz seltene, die vielleicht auch noch viel geiler aussehen. Aber das wird dann wahrscheinlich nur eine einzige sein und die werden wir jetzt hier wahrscheinlich nicht finden. Es sei denn, ich gucke noch mal ein bisschen. Aber nee, das sieht nicht so danach aus. Also es scheint so, als hätten wir alle Pullout-Animationen durch. Und wir können auf jeden Fall festhalten, dass es da auf jeden Fall so einige gibt, was schon sehr, sehr nice ist. Also das ist schon mal ein fetter Pluspunkt für das Revenant-Erbstück. Und ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal zu den Sprint- und Slide-Animationen kommen. Okay, also ich muss auf jeden Fall auf den ersten Blick schon mal sagen, es fühlt sich ein bisschen sehr groß an. Das muss nicht schlecht sein, natürlich nicht. Aber ich weiß nicht, so ein bisschen kompakter finde ich eigentlich sogar ein bisschen besser. Also Waves-Erbstück ist vom Feeling her wahrscheinlich ein bisschen besser, weil es halt einfach schön kompakt ist. Und ja, das ist jetzt aber wie gesagt nicht unbedingt ein Nachteil. Das eine hat seine Vorteile und das andere hat halt auch seine Vorteile. Aber an sich finde ich die Slide-Animation jetzt schon mal nicht allzu atemberaubend. Er spinnt das Erbstück dann ab und zu nochmal, aber anscheinend auch nicht jedes Mal. Aber ja, das Feeling ist in Ordnung. Aber ist jetzt, finde ich, nicht so extrem geil. Zumindest beim Sliden und Laufen. Aber was wir uns auf jeden Fall noch angucken können, ist der Inspect beim Sprinten. Okay, ja, hier spinnt er einfach das Erbstück. Ich kann das ja mal ein bisschen spammen. Ja, das sieht dann so hier aus. Ja, er spinnt halt das Erbstück durch. Ich sage immer, besser, es gibt eine, als wenn es keine gibt. Aber ich finde das jetzt nicht so nice, weil es halt so groß ist, wie beim Wave-Erbstück. Beim Wave-Erbstück fühlt es sich viel fluffiger an. Ja, beim das Revenant-Erbstück ist, finde ich, ein bisschen klobig. Also sehr, sehr groß auf jeden Fall. Und da bin ich persönlich jetzt nicht so der Fan von. Sorry, falls es da Leute draußen gibt, die das gar nicht so sehen. Ich weiß auf jeden Fall, ein paar meiner Zuschauer sehen das auf jeden Fall ganz anders. Aber ich persönlich muss sagen, vom Feeling her jetzt schon mal nicht so eine 10 von 10 auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall geil. Also das Feeling ist auf jeden Fall gut. Aber ich würde sagen, es ist unter dem Feeling vom
Horizon Erbstück und unter dem Feeling vom Wave Erbstück. Nun kommen wir auf jeden Fall noch zu den ganzen anderen Animationen, also die langen Animationen. Und hier haben wir bei Revenant auf jeden Fall auch eine ganz große Auswahl, also so viel weiß ich schon. Es kann sein, dass Revenants Erbstück sogar die meisten Animationen von allen Erbstücken hat, das weiß ich nicht genau, aber das kann gut sein. Aber ich würde sagen, wir kommen auch direkt schon mal zu der geduckten Animation. Da haben wir immer eine spezielle Animation, die nur fürs Ducken ist. Und da sollten wir auch nur eine einzige Animation haben. Okay. Ja. Wird halt das Erbstück auch nochmal ein bisschen inspected, ne? Das ist auch geil. Ich kann nochmal durchgucken, aber vielleicht doch noch eine andere. Oh, da. Wir haben tatsächlich doch noch eine andere geduckte Animation. Das kenne ich tatsächlich von gar keinem Erbstück. Das finde ich jetzt echt. Das bewundert mich echt hart. Dass es sogar zwei Animationen im Ducken gibt. Und die zweite ist auch echt geil. Also das ist echt eine richtig geile Animation, wie ich finde. Das ist doch nochmal eine andere jetzt, oder? Ja, das ist nochmal eine andere. Oder ist es bei Revenants Erbstück anders? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es bei Revenants Erbstück so, es ist jetzt schon die vierte andere, das wird bei Revenants Erbstück sicherlich anders sein, dass die geduckten Animationen auch die Animationen im Stehen sind. Das kann ja damit zusammenhängen, dass seine passive Fähigkeit halt so ist, dass man normal läuft. Ich weiß es nicht. Ist jetzt vielleicht eine steile These, aber ich kann es mir nicht anders erklären, weil jedes andere Erbstück hat halt eine einzige geduckte Animation und sonst halt noch ein paar Animationen im Stehen. Jetzt nochmal im Stehen eine Animation machen. Dann haben wir jetzt nochmal was anderes. Holt da so ein Medaillon raus, okay. Aber wir sehen auf jeden Fall schon, dass Revenant auf jeden Fall einige Animationen hat. Und die Animationen sind auf jeden Fall auch echt geil. Also, Revenants Animationen sind halt wirklich krass. Auch diese Animation hier, die finde ich echt geil. Hier nochmal so den Schädel zeigt. Ja, er hat halt einfach wirklich mega geile Animation. Und ich gucke nochmal ein bisschen durch, ob wir hier vielleicht auch nochmal eine seltenere Animation haben. Ja, okay. Ich habe jetzt nochmal ein paar Minuten geguckt und habe jetzt so auf die Schnelle nichts gefunden. Also gehe ich mal davon aus, dass es das soweit war. Es kann natürlich sein, dass es noch eine ganz, ganz seltene Animation gibt. Es gibt ja wirklich Animationen, die werden erst nach, keine Ahnung, ein paar Tagen entdeckt, nachdem die neuen Animationen draußen sind. Also die sind halt wirklich enorm selten. Dementsprechend würden die beim Rating auch keine große Rolle spielen, da sie halt einfach viel zu selten sind. Aber für mich von den Animationen her, Revenants Erbstück bisher, von den Erbstücken, die wir bisher hatten, auf jeden Fall das Beste. Das steht auf jeden Fall fest. Und ich würde sagen, dass wir somit auch direkt schon zum Rating kommen könnten. Zuerst würde ich sagen, gehen wir erstmal auf die Animationen ein. Die Animation, wie schon gesagt, bisher die besten Animationen, die wir hatten. Und dementsprechend würde ich tatsächlich auch das erste Mal 10 Punkte für irgendwas vergeben. Denn die Animationen von Revenants Erbstück sind einfach top. Also ich kenne kein Erbstück, welches geilere Animationen hat. Und somit sollten die Animationen bei Revenant, finde ich, auf jeden Fall eine 10 von 10 bekommen. Sie sind halt einfach absolut top. Ich denke, da hätte man nicht viel besser machen können. Und ja, 10 von 10, denke ich, absolut berechtigt. Als nächstes das Aussehen an sich. Da tue ich mich wieder ein bisschen schwer, denn es sieht halt echt mega geil aus eigentlich. Muss man einfach sagen. Die Frage ist nur, finde ich es so geil, dass es eine 10 von 10 ist? Oder gebe ich doch nur 9 von 10 oder 8 von 10? Aber ich glaube, es wäre tatsächlich mit Waves Erbstück auf einer Ebene. Denn es sieht halt wirklich geil aus. Es ist richtig geil animiert vorne, die Klinge. Also das Aussehen ist absolut top. Und dementsprechend würde ich sagen, kriegt das Revenant Erbstück auch fürs Aussehen tatsächlich eine 10 von 10. Also sind wir jetzt tatsächlich schon bei 20 von 20 möglichen Punkten. Das hatten wir bisher natürlich noch nicht. Und nun kommen wir noch zum Feeling. Beim Feeling sehe ich es noch ein bisschen kritisch. Also es hat kein absolut schlechtes Feeling, auf keinen Fall. Also es ist jetzt nicht unter 5 oder so, das steht fest. Aber es ist von den Erbstücken, die ich bisher gespielt habe, vom Feeling her nicht das geilste. Also es gibt da ein paar Erbstücke, die deutlich geileres Feeling haben. Also von den Erbstücken her, die ich schon gespielt habe, und das sind jetzt nicht so viele, das sind vielleicht, keine Ahnung, 6 oder 7. Irgendwie sowas würde ich sagen. Also haben auf jeden Fall einige Erbstücke deutlich geileres Feeling. Bikes Erbstück hat auf jeden Fall geileres Feeling. Bangalos Erbstück und Waves Erbstück definitiv. Also es gibt da schon noch einige Erbstücke, die ein geileres Feeling haben, finde ich. Und dementsprechend würde ich dem Revenant Erbstück für das Feeling
eine 6 von 10 geben. Somit haben wir also insgesamt 10 von 10 Punkten für die Animation, 10 von 10 Punkten für das Aussehen und 6 von 10 Punkte für das Feeling. Wie immer setzen wir natürlich auch unsere Rangliste fort und wir haben jetzt 3 Erbstücke dabei, also das von Horizon, Lober und nun das von Revenant. Und wir haben jetzt nun einen neuen ersten Platz und zwar Revenant mit 26 Punkten. Dahinter haben wir auf dem zweiten Platz immer noch das Erbstück von Horizon und auf dem dritten Platz das Erbstück von Lober. Ich denke, 26 Punkte für das Revenant Erbstück sind schon sehr verdient. Also ich finde das Erbstück echt eines der geilsten, die ich bisher so gespielt habe, aber das ist jetzt wirklich nicht unbedingt wegen dem Feeling, sondern eher wegen den Animationen und halt einfach, weil es einfach mega geil aussieht, aber das hat jetzt nicht unbedingt was mit geilem Feeling zu tun. Dennoch finde ich, dass 26 von 30 möglichen Punkten schon verdient sind. Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge und es wird auf jeden Fall sehr schwierig für alle anderen Erbstücke, diese 26 Punkte zu toppen. Wie dem auch sei, war das soweit mein Ranking. Lasst mir gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren da und schreibt mir auch gerne wieder in die Kommentare, welches Erbstück ihr gerne im nächsten Video sehen wollen würdet. Nun habe ich natürlich auch wieder 2 ziemlich geile Gameplays mit dem Revenant Erbstück für euch am Start und damit wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch ganz viel Spaß. Done. Oh, pass auf, Ulti, aber ich auch. Left down. Mit Ulti. Der andere sitzt an der Ecke. Oh, schillig. Oh, nerven die Junge. Pathcrack da hinten. One. Nice, schön, richtig. Hier rechts ist auch noch was. Pass auf, irgendwo rechts. Neues Team von hinten. Geil, die Tech. Ja, da. Der macht wieder einen Abgang. Wave da. Cracked. Junge, die sind auch alle drei rumsnipen, oder? Dahinter. 20er. Voll geil. Ah, ich treffe nicht. Ich soll mit rangehen. Crack Path. Der ist am Evac. Der ist low. One. Nice. Hab ihn. Ich push die jetzt. Och nee, Mann. Die Kacke. Down und cracked. Die sind alle drei auf der Etage. Wave one. Bitte stirb. Shit, ey. Ey, hier, weil... Cracked. Ja. Der Arme. Super. Oben drauf. Oh mein Gott, nein. Digga, ich kann nicht. Ha. Noch. Was? Noch mehr? Was? Nein, der Boss. Oh mein Gott. Oh. Massive, Junge. Von unten. Da. Wo stehen? Schön.
Pushe ich. Bin tot. Ich sehe nichts, Junge. Warum ist alles so scheiße dunkel, Mann? Dreckspot, Alter. Da unten ist auch noch was. Weg. Das ist low. Komm, das ist das nicht wahr? Okay, doch, hab ich. Kommt die zu mir? Ich weiß. Da in der Box, cracked. Katalysten. Hier, close rechts. Warte, ich komm wieder rein. Ich glaub, Refo ich gezündet. Ich hab meine auch ready. Links auch was. Okay. Hallo? Wieso? Oh mein Catalyst ist low. One. Down. Ich wollte die. Mach das mal kaputt hier. Ja. Cool. Push den Web rechts. Ich will doch nur nachladen. Ja. Ja, ja. Web cracked. Einer one. Down. Down ist auch low. Auch down. Unten. Evacken. Oh Gott. You got banned. Oh, eine Quay, aber die war jetzt richtig geil, Mann. Macht ja keine Faxen. Conduit kommt langsam. Ist da unten. Ist hinter dem Bündel. Scheiße, wir müssen auch Zone, ne? Fuck. Die kommt zu mir hier. Aber die Conduit sitzt noch da drüben. Die sitzt immer noch da. Guck mal. Low, 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 die ist cracked. One shot, die down, ist, nice. Ist down. Der Fuse ist gedroppt. Genau. Hier, ja, hinter uns, hier. Hinter uns. Da unten noch, ne? Das ist da alleine. Aim den mal ab. Noch einer down. Und unten, da. Mit einem Lock. Was soll denn? Der könnte craften gehen, ne? Lass mal zum Repli. Keine Lust ist der wieder. Ja, ja, ja. Ah, okay. Hab ihn bambuselt. Slowby? Mirage OP. Digga. One. Nice. Null auf F. Sure.